In diesem Video zeige ich dir, wie du dich online optimal auf deine Abschlussprüfung zum bzw. zur Verwaltungsfachangestellten vorbereiten kannst. Hi, mein Name ist Lukas von Plakos und in diesem Video klären wir erst einmal ein paar allgemeine Punkte zu dieser Abschlussprüfung, dann zeige ich dir, wie diese Prüfung aufgebaut ist und schließlich sprechen wir über die Möglichkeiten der optimalen Vorbereitung. Zur Abschlussprüfung für Verwaltungsfachangestellte ist zugelassen, wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat, das Berichtsheft geführt hat und die Zwischenprüfung erfolgreich bestanden hat. Die Inhalte für die Abschlussprüfung werden vom Studieninstitut bzw. dem Beförderungswerk in deinem Land bekannt gegeben und diese müssen sich dabei orientieren an den Maßgaben der Prüfungsordnung deines Landes. Das bedeutet, dass es in jedem Bundesland eine spezielle Prüfungsordnung gibt für die Abschlussprüfung in der Berufsausbildung für Verwaltungsfachangestellte. Und diese Prüfungsordnung legt gewissermaßen den Rahmen vor, innerhalb dessen das Studieninstitut oder das Beförderungswerk die Prüfungsinhalte erstellen kann. Die Abschlussprüfung findet am Ende der Ausbildungszeit statt. Bei einer 2,5-jährigen Ausbildung ist das im Winter, sprich die Prüfungen erstrecken sich dann über den Zeitraum November bis Dezember und bei der 3-jährigen Ausbildung, da findet die Abschlussprüfung immer im Sommer statt, dann erstreckt sich die Prüfung auf die Monate Juni bis August. Für die gesamte Dauer der Prüfung sind also mehrere Wochen vorgesehen, ganz einfach deswegen, weil die Abschlussprüfung sowohl aus einem schriftlichen als auch aus einem mündlichen Teil besteht. Insgesamt soll jeder Prüfling innerhalb von 4 Wochen sämtliche Prüfungen abgelegt haben, also sowohl die schriftlichen Prüfungen als auch die mündliche Prüfung. Die schriftliche Prüfung verteilt sich auf 4 Tage, an denen jeweils eine Klausur gestellt wird. Das bedeutet 4 schriftliche Aufgaben insgesamt. Daneben kommt eine mündliche Prüfung, die eine gesonderte Aufgabe darstellt, eine praktische Übung. Während bei den 4 schriftlichen Klausuren jeden Tag ein anderes Prüfungsfach, ein anderes Rechtsgebiet abgefragt wird, findet die praktische Prüfung, also die mündliche Prüfung, statt im Bereich der sogenannten praktischen Rechtsanwendung. Das bedeutet, hier bekommst du ein Fallbeispiel. Die 4 schriftlichen Aufgaben kommen jeweils aus den Bereichen Wirtschafts- und Sozialkunde, Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre, Personalwesen sowie Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrecht. Die einzelnen 4 Klausuren dauern zwischen 90 und 135 Minuten. Bei der praktischen Prüfung handelt es sich um eine sogenannte fallbezogene Rechtsanwendung. Das bedeutet, du behandelst einen eigenen Fall als Sachbearbeiter bzw. als Sachbearbeiterin und stellst dein Ergebnis anschließend den Prüfern vor. Dir wird also zunächst ein Sachverhalt vorgelegt und du erarbeitest basierend auf diesem Sachverhalt und der Aufgabenstellung erst einmal eine Lösungsskizze. Der Sachverhalt spielt dabei in einem deiner Fachbereiche, die du im Laufe deiner Ausbildung kennengelernt hast, also beispielsweise im Bereich Verwaltungsrecht. Die Lösungsskizze, also die Falllösung, ist Ausgangspunkt für das nun folgende Prüfungsgespräch mit deinen Prüfern. Innerhalb dieses Gespräches ist es deine Aufgabe, diese Lösung zu erklären, zu erläutern und auf Rückfragen eben zu antworten. Bei der Erklärung deiner Falllösung kommt es darauf an, dass du sehr verständlich und bürgernah erklärst und eben auch auf Rückfragen und Nachfragen der Prüfer eingehen kannst. Die Zeit für die Erstellung der Lösungsskizze sowie das darauffolgende Prüfungsgespräch soll insgesamt nicht länger als 45 Minuten andauern, also beispielsweise 20 Minuten die Falllösung erstellen und dann weitere 25 Minuten die Erklärung vor den Prüfern. Mit der mündlichen Prüfung haben wir also insgesamt 5 Prüfungsbereiche in dieser Abschlussprüfung, die allesamt dasselbe Gewicht haben. Für die Gesamtnote der Abschlussprüfung wird also der Durchschnitt dieser 5 Klausuren genommen und dieser wird dann auf 2 Nachkommastellen berechnet. Damit die Prüfung als bestanden gilt, muss in mindestens 3 Prüfungsbereichen sowie im Gesamtergebnis mindestens die Note ausreichend erreicht werden. Wenn auch nur eine Aufgabe mit ungenügend benotet wird, dann gilt die Prüfung als nicht bestanden. Mit unserem Online-Komplettpaket für die Prüfungsvorbereitung für die Abschlussprüfung der Verwaltungsfachangestellten kannst du dich optimal von zu Hause aus auf deine Prüfung vorbereiten. Mit Hilfe unserer zahlreichen Übungen sowie ergänzenden Texten und Lektionen kannst du dich über Wochen oder auch mehrere Tage hinweg sehr intensiv vorbereiten. Für alle relevanten Prüfungsthemen und Fächer haben wir dir die wichtigsten Informationen zusammengefasst, sodass du auch innerhalb kürzerer Zeit noch einmal die wichtigsten Themen wiederholen und vertiefen kannst. Mit unseren Übungen findest du auch heraus, in welchem Bereich du vielleicht noch mehr Nachholbedarf hast. Mehr Informationen zum Aufbau und den Inhalten unseres Komplettpaketes findest du hier auf dieser Seite. Ich wünsche dir nun viel Erfolg bei deiner Vorbereitung und bei deiner Abschlussprüfung zum bzw. zur Verwaltungsfachangestellten.